Yo Leute, was geht ab, man? Rudy the Great One hier. Und ich war heute mal wieder extrem cool mit meinen Leuten Sub-Ace, Ice, oh Gott, aka Matthias, mit Nightmare, aka Alex und Purple Haze, aka Mikey Boy. Zudem gibt's was zu sagen, der war schon mal auf Transit dabei. Und ist eigentlich ein absolut gestörter und zerstörender Spieler. Der macht 15:0 und sonstige Scheiße, Teambags, allen Shit. Und da werde ich euch bestimmt nochmal ein Gameplay in der Videobeschreibung einhauen. Guckt den euch an, der Typ, der stimmt und Zombies spielen kann er auch, hat heute bewiesen. Und ja, auf jeden Fall, ich habe heute halt erstmal schöne, das Die Rise Easter Egg, hohe Wartungsarbeiten für euch. Kommentiert die Richtofenseite. Und da gilt es am Anfang zu sagen, dass grundlegend Richtofen wirklich nur wieder zu Stuhlinger spricht, der ihn hören kann. Und das aber letztendlich mit den Tutorials, die ihr auf YouTube findet, nicht wirklich zwangsläufig wichtig ist, dass ihr den auch spielt oder so. Deswegen hört ihr auch jetzt mein Ingame-Audio nicht allzu wichtig. Schritt 1 gleicht sich mit der Maxis-Seite, aber nicht jeder von euch kennt die Maxis-Seite, deswegen erkläre ich es nochmal. Es gibt 4 Fahrstühle auf der Map, die so ein goldenes Symbol auf dem Boden haben. 2 im Spawn-Haus und 2 in dem anderen, wo der Strom ist. Im Spawn-Haus ist es Quick Revive und dieser Who is Who oder Speed-Cola-Automat, und im anderen ist es einer dieser Doppelautomaten oder einer oder halt der bei der MP5. Dort müsst ihr es halt managen, synchron drauf zu stehen. Das ist ein bisschen schwierig, weil die hohen runterfahren, aber ihr werdet das packen. Schritt 2 sind die gleichen Symbole, wie ihr sie auf dem Fahrstuhlboden findet. Hier verschieden, also an verschiedenen Spots auf der Map. Hier zum Beispiel bei der AKU ist eins. Und hier bei den Turm, beim Turm und dann halt hier unten bei den Semtex ist noch eins. Und ihr müsst die alle zum Aufleuchten bringen. Das Dumme ist, dass da eine gewisse Reihenfolge gibt und keiner wirklich euch einen Hinweis gibt, was die absolut richtige ist. Das Einzige, was ihr, also worauf ihr euch verlassen könnt, ist, dass Richtofen sagt 1 oder 2 oder 3 oder 4, wenn ihr halt das Richtige, also auf dem richtigen Emblem steht. Und dann leuchten sie auf. Wenn jetzt jemand auf das falsche Emblem geht, dann sind alle anderen wieder aus und ihr müsst wieder bei 1 anfangen. Also müsst ihr euch merken, wer zuerst dran ist. Es ist letztendlich nicht allzu schwer und da kann man auch nicht wirklich viel falsch machen. Also sollte das durchaus machbar sein. Hier im China-Restaurant oder keine Ahnung, was das darstellen soll, halt Theke oder Bar, da wäre dann die dritte Location dafür. Und die vierte ist ganz oben vor dem Quick Revive-Automaten auf dem Boden. Und wenn ihr es richtig gemacht habt, habt ihr auch diesen Schritt erfüllt. Bis hierher gleicht sich immer noch mit der Maxis-Seite, also das ist alles kein Problem. Zum Scheidepunkt kommen wir gleich. Jetzt wird sich aber erstmal schön, leger, die Sniper hier angelegt und was wir mit der machen, werdet ihr gleich sehen. Wir begeben uns einfach mal fett auf eine Sniper-Location, also zum Beispiel Spawn oder halt hier, wo ich gerade stand. Und, oh, jetzt bin ich... Seht ihr jetzt eigentlich mein Mistskill im Snipen? Ey, ich hoffe mal nicht. Oder, oh, doch, ja, auf jeden Fall. Brr. Jeden Fall, schaut her, zack, fett daneben, müsst ihr die schwarzen Murmeln aus den Drachenmäulern snipen. Und die landen dann direkt hinter mir in diesen Löwenstatuen, logischerweise. Also Materie transformiert sich vor allem schwarze Energiekugeln, ist logisch. Die fliegen immer unter Löwenklauen im Spawnbereich. Was ihr damit machen müsst, werdet ihr gleich sehen. Also ihr seht schon, ihr baut auf jeden Fall jetzt den Slickwifier. Baut den einfach unten zusammen, nehmt den einfach mit. Und sobald ihr wieder im Spawn-Bereich seid, müsst ihr einfach nur so ziemlich alles, was diese Waffe zu bieten hat, auf diese eben erwähnten zwei Murmeln halten. Denn Richtofen sagt, ja, damit Maxis dieser Quelle der Energie ungreifbar zu machen, was weiß ich, müssen wir die Dinger irgendwie verflüssigen. Gesagt, getan, Slickwifier im Anschlag, einfach mal 20 Schuss pro Kugel circa draufgehauen. Und dann fangen sich die Dinger an, einfach mal zu drehen. Und also ab dem Punkt kann man es auch nicht mehr rausnehmen. Wenn ihr noch kein Easter Egg gemacht habt, dann nehmt sie auf keinen Fall raus und setzt sie auch nicht später einfach wieder ein. Das wäre ziemlich scheiße, weil sobald ihr die einmal rausgenommen habt, könnt ihr die Richtofenseite nicht mehr weitermachen und seid gezwungen, wenigstens halt in diesem Spiel, also in dem Game, was ihr da angefangen habt, weiterzumachen. Ist egal, ihr schießt, wenn ihr Richtofen machen wollt, beide Kugeln so lange an, bis sie sich drehen. Und ja, jetzt habt ihr euch halt offiziell für Richtofen entschieden und müsst im nächsten Schritt diese Dampfkatapulte bauen. Wenn ihr nicht wisst, wie man die baut, werde ich euch einfach mal einen Link hier in das Video hineinpfeifen. Was
Ja, also auf jeden Fall ist nicht schwer. Die ganzen vier Teile sind in den ersten zwei Spawn-Räumen, also nachdem man gespawnt wird. Und ihr müsst die Katapulte so ausrichten, dass sie direkt auf den Turm zeigen. Der Richtofen verlangt von euch irgendwie lebendiges Fleisch zu dem Turm zu ballern. Und das geht natürlich am besten mit irgendwie Hydraulikkatapulten, was es so ein Dampfkatapult hier ja auch darstellen soll. Ja, das erste Emblem habt ihr ja gesehen, wo das war. Direkt neben diesem Quick Revive-Automaten auf der obersten Ebene. Hier leicht verschüttet ist das zweite etwas schwieriger zu finden, aber durchaus machbar. Stellt ihr hier noch ein Dampfkatapult hin. Und die letzten zwei sind dann jeweils hier rechts und links von diesem Aufgang verteilt, wo es von der MP5 hochgeht. Dort stellt ihr die beiden Dinger nochmal hin. Und ja, wie das gleich aussehen soll, werdet ihr dann gleich sehen. Mikey. Mikey Boy hat sich da ein bisschen schwer getan, aber war ja letztendlich auch kein Ding. Und ja, auf jeden Fall ist das jetzt nicht so das Problem gewesen. Ich sage übrigens oft auf jeden Fall richtig schlimm, Mann, das muss ich mir abgewöhnen. Sobald alle vier Dampfkatapulte halt dastehen, also an den richtigen Spots, lässt der Drachen wieder irgendwie Raketen ab und das ist so das Zeichen für euch, dass ihr den Schritt richtig gemacht habt und könnt dann halt schon damit anfangen, jetzt die Zombies Richtung Turm zu schleudern. Pardon. Und ja, das sind so 20, 25 bis 30 maximal, die dorthin fliegen müssen, bis die nächsten Raketen hochfliegen und ihr auch diesen Schritt gemacht habt und dann quasi schon beim letzten seid. Also geht hier so ein Funke auf den Turm über, wie ihr gleich seht, dann sind halt diese Pfosten blau geladen. Jetzt sind wir bei dem gleichen Punkt wie bei der Max-Seite. Ihr müsst mit den Mahjong-Teilen die Kombination aufschlüsseln, wie ihr den Turm mit den Schlagring zu messern habt. So, wie ihr das macht, da werde ich jetzt gleich ein Video machen, werde ich das hier jetzt noch mit ins Video hineinpfeifen, wie das funktioniert. Und ihr habt halt pro Runde einmal die Chance, dass diese Säulen hier nacheinander zu messern. Und wenn ihr halt den Code löst, dann packt ihr das halt gleich in der ersten Runde. Ansonsten bräuchtet ihr 24 weitere Anläufe, um das halt richtig zu machen, wenn man alles durchprobiert. Das wären 24 Runden von jetzt an und das wäre schon ein bisschen scheiße. Und auf jeden Fall, hier seht ihr jetzt den Erfolg. Hohe Wartungsarbeiten, da ich den schon hatte, poppt er bei mir nicht auf. Und zum Easter Egg Fazit würde ich sagen, beide sind ganz cool gemacht. Richtofen ist einfacher als Maxis. Allgemein gesagt sind beide Easter Eggs geiler als die beiden auf Transit. Kommen aber nicht an das Niveau von Black Ops 1 Easter Eggs ran, in meinem Auge. Machen zwar Spaß, aber ist jetzt nicht so die Welt. Die Perks, die man bekommt, sind nicht permanent, habe ich schon gesagt. Wenn man einmal down geht, hat man die Chance, mit Who's Who sich selbst zu reviven. Ansonsten sind sie alle weg, also sind sie einmalig. So, und jetzt, wie versprochen, seht ihr eine Aufnahme, wie es am Freitag, dem 1.2. war, als ich das Easter Egg zuerst bekommen habe. Hier ist erstmal kurz, bevor wir das Easter Egg abgeschlossen haben, ein Kumpel aus dem Spiel rausgeflogen. Und das war das Einzige, was ich von der Datei retten konnte. Das hat mich dann schon ziemlich angepisst. Also, das war echt zum Kotzen. Wenn es ein Update für ein HDPVR gibt, Leute, zieht's euch. In diesem Sinne, Rudy the Great One out. Ciao.